15.000 Euro gibt es an diesem Abend für die Bürgerstiftung Berlin. Die wird ausgezeichnet mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2007. Zur Stunde läuft das Festprogramm im Forum der DZ-Bank am Pariser Platz. Im 10. Jahr des Wettbewerbs um ehrenamtliches Engagement ging es besonders um die Integration von Kindern. Den ersten Preis wird der Bundespräsident an die Berliner dann in wenigen Minuten vergeben. Und wer sich da für die Kinder besonders engagiert und sich viel Zeit nimmt? Eine Frau der über 220 Lesepaten der Bürgerstiftung stellt uns Florian Eckert vor. Lydia Bruns ist auf dem Weg zur Arbeit. Eine Arbeit, für die sie kein Geld bekommt. Denn als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bürgerstiftung Berlin engagiert sie sich für die Lenau-Grundschule in Kreuzberg. Dort betreut sie die schuleigene Bibliothek und kümmert sich um das Projekt Leselust. Arbeit nenne ich das nicht, es ist für mich ein Hobby. Es macht mir unheimlich viel Spaß und ich mache es seit Anfang 2004. Zweimal in der Woche bereitet Bruns im Rahmen des Projekts Leselust das Bilderbuchkino vor. Mal zweisprachig für Mütter und Kinder mit Migrationshintergrund, heute für die ersten beiden Grundschulklassen. Denn viele Schüler nehmen Bücher viel zu selten in die Hand. Und dann merkte ich auch bald, dass hier wirklich ein Bedarf ist an Menschen, die sich mit den Kindern unterhalten, die mit den Kindern lesen, die mit den Kindern Bilder begucken und mit den Kindern einfach nur reden, damit sie einen Wortschatz bekommen. Und das war eine sehr erfüllende oder ist eine sehr erfüllende Aufgabe und macht unheimlich viel Spaß und ist auch sehr motivierend. Neben Lydia Bruns arbeiten hier noch knapp 30 weitere Lesepaten. Sie alle wollen die Fantasie der Kinder beflügeln, ihnen die Lust am Lesen vermitteln und damit nicht zuletzt Sprach- und Lesefähigkeiten fördern. Die Bilder aus den Büchern werden wie bei einer Kinovorstellung an die Wand projiziert, die Schüler aktiv in die Geschichte eingebunden. Nein, er kam nicht vom Fleck. Und warum kam er denn wohl nicht vom Fleck? Weil er nicht. Ja, was meinst du? Wegen deinem Pulli, der Pulli ist zu schwer. Ja, der Wiederhopf kann ja fliegen, das Schafböckchen schafft es ja nicht. So. Weil er keine Flügel hat und nicht fliegen genau. kann. Und weil er zu schwer ist. Viel Zeit und Herzblut hat Lydia Bruns in die Förderung und Integration von Kindern investiert. Dass auch ihre Arbeit heute Abend von Bundespräsident Köhler gewürdigt wird, freut sie sehr. Das macht mich stolz. Weil es ist eine tolle Sache, dass so etwas geehrt wird, so ein Bürgerengagement. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, sollte es viel mehr geben. Und ich freue mich, ein klitzekleiner Teil davon sein zu können und fühle mich auch geehrt. Doch auch dieses Projekt ist trotz Preisgeld von 15.000 Euro für die Bürgerstiftung Berlin weiter auf Spenden angewiesen und auf engagierte Ehrenamtliche wie Lydia Bruns.